werden heute über das Thema Freiheit reden. Ich bin richtig, ja, ich freue mich richtig über diese Message, weil sie mir brutal auf dem Herzen liegt, Freiheit zu predigen, Freiheit zu verkünden, gerade in dieser #Jesus-Serie, wo es um Jesus geht. Endlich redet mal die Kirche über Jesus. Wir reden ja immer über Jesus, aber wir wollen uns in dieser Serie einfach nochmal spezieller auf die Person Jesus Christus, das, was er getan hat, das, was er gebracht hat, konzentrieren. Und darüber möchte ich heute predigen. Wenn ich über Freiheit predige, kann ich nicht Jesus weglassen. Denn das ist das, was Jesus gebracht hat. Er sagt von sich selbst, er zitiert ja eine Stelle aus dem Jesaja-Brief im Lukas 4, Vers 18. Da sagt er, der Geist, und das möchte ich jetzt auch über diesen Gottesdienst, über diese Predigt, über die nächsten 30 Minuten, über die nächsten 60 Minuten, mal gucken, wie lange, aussprechen. Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Blinden, dass sie sehen werden. Unterdrückten, dass sie befreit werden. Und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Amen. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Das ist das, wofür Jesus gekommen ist. Dass die Gefangenen befreit werden, dass die Blinden sehen. Dass er gerufen hat und jetzt ist Gnade. Jetzt ist die Gnadenzeit. Und weißt du was? Gnade werden wir niemals verstehen. Gnade, was Gnade bedeutet, wirst du und ich wahrscheinlich, wenn wir auf die Suche gehen, bis an unser Lebensende und werden Gnade nie richtig verstehen. Ich möchte heute das Thema, ich habe den Titel für diese Predigt lautet: Er rettet, aber nicht frei. Er rettet, aber nicht frei. Und weißt du, eine Vorbereitung, ich bin die Message schon lange, lange am Vorbereiten. Und heute Nacht, als ich so drüber nachgedacht habe, sind mir Bilder von Menschen aus dieser Kirche durch die Gedanken geschossen. Weil ich gebetet habe, Gott, zerbrich mein Herz für Dinge, bei denen dein Herz zerbrochen geht. Und in diesem Moment sind mir Bilder von euch, Bilder von Gesichtern durch den Gedanken geschossen. Und ich habe gemerkt, Gottes Herz, Gottes Anliegen ist nicht, dass du in die Kirche kommst. Oh Mann. Gottes Anliegen ist, dass du aus der Kirche frei gehst. Hast du mich verstanden? Deshalb ist Jesus gekommen. Jesus ist nicht nur gekommen, um am Kreuz zu sterben, damit du in der Ewigkeit bist. Sondern Jesus ist auch gekommen, dir zu sagen, du musst nicht in Gefangenschaft leben. Du musst dich nicht versklaven lassen. Wir werden uns gleich anschauen, was das Ganze bedeutet. Er rettet aber nicht frei. Wir wollen die Geschichte vom Simson anschauen. Kennt jemand Simson? Simson aus der Bibel? Simson, ein echter Champion, oder? Ein echter Warrior, ein echter Terminator. Ein wirklicher Sieger, ein brachialer Typ. Haben wir ein Bild von Simson? Ich habe ein Bild mitgebracht vom Simson. Das ist Simson. Nein, ist nicht Matze. Ist nicht Matze, unser Worship-Leiter, ist tatsächlich Simson. Ist natürlich nicht Simson, ist ein Bild von, wie man sich Simson vorstellt. Simson, ein echtes Kraftpaket von Gott befähigt. Schon seit früh an, seit Kind, wurde sein Leben geweiht als Nazirer. Das heißt, er durfte keinen Alkohol trinken, keine toten Tiere anfassen. Und er durfte seine Haare nicht schneiden. Hat quasi sein Leben, wurde als Kind ihm Gott geopfert und hingegeben und geweiht. Und Gott hat ihm gesagt, ich will dich ausstatten mit einer brachialen Kraft. Simson ist eine Ein-Mann-Armee. Ein wirklich krasser Typ. Ganze Armeen können vor ihm nicht standhalten. Aber Simson hat ein Problem. Er ist befähigt und berufen und geweiht und hingegeben, aber er hat ein Problem. Er hat ein Problem und sein Problem hat einen Namen, nämlich Delilah. Delilah, eine Frau. Und diese Frau, wir sehen es gleich, ich werde es euch vorlesen, diese Frau wird zum Stolperstein für Simson. Diese Delilah aus einem anderen Volk, von den Philistern, wird zum Stolperstein für diesen Simson, für den Berufenen, für den krassen Typ. Wir lesen in Richter 16 ab Vers 4, ich werde euch mal alles vorlesen. Einige Zeit später verliebten sich Simson in eine Frau namens Delilah. Delilah lebte im Tal Sorek. Die Fürsten der Philister gingen zu ihr und sagten, bring Simson dazu, dir zu verraten, was ihn so stark macht und wie wir ihn überwältigen und fesseln können.
Dann erhältst du von jedem von uns 1100 Schekel Silber. Man vermutet, dass es mehrere Millionen Euro im heutigen Kontext sind. Nur, falls du dich fragst, was bringt eine Ehefrau dazu, den Ehemann zu verraten? Ein paar Millionen Euro. Also bat Delilah Simson, bitte verrate mir doch, was dich so stark macht und wie man dich fesseln und besiegen kann. Simson antwortete, wenn man mich mit 7 Bogensehnen fesselt, die noch nicht getrocknet sind, werde ich so schwach wie alle anderen Menschen. Da brachten die Philisterfürsten Delilah 7 neue Bogensehnen, die noch nicht getrocknet waren, und sie fesselten Simson damit. Einige Männer hatten sich in einem Zimmer ihres Hauses versteckt und nun rief sie, Achtung Simson, die Philister kommen! Aber Simson zerriss die Bogensehnen, als wären es angesenkte Bindfäden. Das Geheimnis deiner Kraft blieb trotzdem unentdeckt. Delilah sagte zu Simson, du hast mich zum Narren gehalten und belogen. Jetzt verrate mir aber, wie man dich wirklich fesseln kann. Simson antwortete, wenn man mich mit 9 Seilen fesselt, die noch unbenutzt sind, werde ich so schwach wie alle anderen Menschen. Dann nahm Delilah neues Seil und fesselte ihn damit. Die Männer hielten sich wieder in dem anderen Zimmer versteckt und Delilah rief, Achtung Simson, die Philister kommen. Aber Simson zerriss die Seile an seinen Armen, als wären es dünne Fäden. Da sagte Delilah, bisher hast du deinen Sport mit mir getrieben und mich belogen. Willst du mir nicht endlich sagen, wie man dich fesseln kann? Simson antwortete, wenn du meine 7 Haarlocken in das Gewebe auf deinem Webstuhl webst und mit dem Webkamm andrückst, werde ich so schwach wie alle anderen Menschen. Also webte Delilah, während er schlief, seine 7 Locken in das Gewebe und drückte sie mit dem Webkamm an. Wieder rief sie, Achtung Simson, die Philister kommen. Simson erwachte und riss den Webkamm samt Gewebe aus dem Webstuhl heraus und befreite sein Haar. Sagt man Webkamm? Okay, nur weil ihr lacht. Befreite sein Haar. Da warf ihm Delilah vor, wie kannst du sagen, dass du mich liebst, und wenn du mir nicht vertraust? Du hast mich jetzt 3 getäuscht und mir immer noch nicht gesagt, was dich so stark macht. Und sie lag ihm Tag für Tag mit ihren Vorwürfen in den Ohren und bedrängte ihn, bis er es nicht mehr aushielt. Darum vertraute Simson ihr schließlich sein ganzes Geheimnis an und sagte zu ihr, mein Haar ist noch nie geschnitten worden, denn seit meiner Geburt bin ich Gott als Nazirea geweiht. Wenn man meine Haare abschneiden würde, würde mich meine Kraft verlassen und ich wäre so schwach wie alle anderen Menschen. Delilah merkte, dass er dieses Mal die Wahrheit gesagt hatte. Sie schickte jemanden zu den Philisterfürsten und ließ ihnen sagen, kommt noch ein einziges Mal, denn jetzt hat er mir sein ganzes Geheimnis anvertraut. Die Philisterfürsten kamen und brachten ihr das Geld mit. Delilah ließ Simson auf ihrem Schoß einschlafen, rief einen Mann herein und schnitt Simson die 7 Haarlocken ab. Und tatsächlich, sie bezwang ihn und seine Stärke verließ ihn. Dann rief sie, Achtung Simson, die Philister kommen. Er erwachte und dachte, ich werde mich befreien und meine Fesseln abschütteln wie die übrigen Male. Denn er wusste nicht, dass der Herr ihn verlassen hatte. Da packten ihn die Philister und stachen ihm die Augen aus. Dann brachten sie ihn nach Gaza, wo er in Bronzeketten gelegt wurde und im Gefängnis den Mühlstein drehen musste. Ein letzter Satz, sehr ermutigend. Letzter Vers. Aber es dauerte nicht lange und sein Haar begann wieder zu wachsen. Mega cool. Ich bin hier wegen diesem Aber. Aber. Wir bauen Mist, wir fallen, wir lassen uns übermannen, wir lassen uns bezwängen und am Schluss steht dieses Aber. Aber die Haare wuchsen wieder, einfach nur zur Ermutigung in dieser Story. Wir sehen an dieser Story von Simson und Delilah einfach so ein paar Steps, ein paar Prozesse, wie du merkst, wie ein berufener, kräftiger Mann Gottes gefallen ist. Weil kein Mann, keine Frau steht morgens auf und sagt, weißt du was, also heute habe ich Bock, mein Leben wegzuschmeißen. Also heute, keine Ahnung, es schneit, bin deprimiert, also heute setze ich alles auf eine Karte und verlasse meine Familie. Also heute, ich weiß nicht, es ist ein schöner Tag, heute setze ich alle meine Finanzen aufs Spiel. Keiner tut das von einem Tag auf den anderen. Nein, es ist ein Prozess. Alles, was in diesem Leben passiert, ist ein Prozess. Man sieht es an den Kindern. Ein Prozess. Ich gehe Schritt für Schritt.
positiv wie negativ. Und wir sehen es auch im Leben von Simson, in der Geschichte von Simson in Vers 5 heißt es, dann ging alles los, als die Fürsten ihr sagen, bring Simson dazu, dir zu verraten. Das hebräische Wort dafür ist eigentlich verführe Simson. Verführe Simson. Damit beginnt alles. Damit beginnt Gefangenschaft. Damit beginnt, dass du dich fesseln lässt, dass du eben nicht frei wirst. Weil es jemanden gibt oder weil es etwas gibt, was dich versucht zu verführen oder was dich versucht. Versucht. Damit beginnt alles. Dann geht's weiter. In Vers 16 heißt es dann, und sie lag ihm Tag für Tag mit ihren Vorwürfen in den Ohren und bedrängte ihn, bis er es nicht mehr aushielt. Das ist dieses Quälende. Wenn du merkst, da ist etwas in deinem Herzen, du wurdest schon versucht, und da ist jetzt etwas in deinem Herzen, und du merkst, es bedrängt dich so sehr. Es bedrängt dich so sehr, da jetzt eine Entscheidung, eine negative, eine schlechte Entscheidung zu treffen. Das ist der nächste Step. Der nächste Step ist, du gibst quasi auf. Wir sehen es hier, im Hebräischen steht ja, seine Seele wurde zum Sterben matt. Delilah bedrängte ihn. Tag für Tag lag sie in dem Ohren. Hey, verrat mir doch! Komm, gib auf! Komm schon! Sie bedrängte ihn, sie quälte ihn, lag ihm Tag für Tag in den Ohren und sein Herz, seine Seele wurde zum Sterben matt. Was ist das, wenn du aufgibst? Das ist das, wenn du nicht mehr weißt, was richtig und falsch ist. Das ist das, wenn du sagst, ach was, komm, das Wort Gottes, das sind ja nur Prinzipien, an die kann man sich halten, an die muss man sich nicht halten. Das ist nur, ja, so eine grobe Richtung. Und welche Macht meinst du, Alessio, die über mich herrscht? Ich sehe keine Macht, ich bin frei. Ich darf entscheiden, was ich will. Welche Zahnpasta ich morgens nehme, was für ein Frühstück ich nehme. Wow, ist das deine Freiheit? Aufgeben. Das nächste ist, wir schlafen ein. Delilah ließ ihn auf ihrem Schoß einschlafen. Das ist dieser Punkt, wenn du quasi einschläfst und alles ist dir egal. Du akzeptierst quasi, dass du gefangen bist. Du akzeptierst, es ist so The Walking Dead mäßig. Du läufst nur noch durch die Welt durch, hast keinen Sinn mehr für was ist gut, was ist nicht gut. Läufst einfach rum, hoffst auf den nächsten Urlaub, hoffst auf das nächste coole Hangout, wo du deine Seele ein bisschen beruhigen kannst, wo du flüchten kannst vor deinen Fesseln. Hoffst du auf den Abend, wo du dich zuschütten kannst mit Bier oder mit anderen alkoholischen Getränken? Oder hoffst auf eine Situation, wo du einfach nur weg kannst? Aber die Sache, was dich eigentlich bedrängt, die willst du nicht angehen. Wir haben vorhin gelesen, gesungen, Gott der Erweckung. Weißt du, was Erweckung ist? Erweckung ist nicht, wenn die ganze Stadt singend zum Glauben kommt. Erweckung ist, wenn du auf deinen Schlaf aufwachst. Erweckung ist, wenn du aufwachst, der du Jesus kennst. Erweckung ist, wenn wir nicht nur hier auf der Bühne predige. Erweckung ist, wenn du auf dem Arbeitsplatz predigst, an der Kaffeemaschine. Und morgens betest, dass du morgens hoffentlich, Jesus, finde ich jemand an einem Kaffeeautomaten, der bedrängt ist von einer unsichtbaren Macht. Und am Kaffeeautomaten kannst du eine Erweckung sehen. Das ist Erweckung. Einschlafen, du fällst quasi in ein Koma. Alles ist egal. Ja gut, bin ich halt süchtig. Zieh ich mir halt jeden Tag 5 Pornos rein. Was soll's? Alles cool. Machen doch andere auch. Schläfst ein. Das ist wie eine Art Wachkoma. Das nächste, sie fing an, ihn zu bezwingen. Jemand kam rein und schneidet ihm die Haare. Sie fing an, ihn zu bezwingen. Er fällt. Und das ist das, was danach kommt. Und dann stechen sie ihm die Augen aus. Weißt du, was das bedeutet? Das ganze Thema Berufung, Vision über dein Leben. Vision kommt von dem, was ich sehe. Ohne Augen sehe ich nichts. Das ist der nächste Schritt und der vorletzte Schritt in diesem ganzen Prozess, wie du unter einer unsichtbaren Macht quasi gefangen hältst. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, also ich weiß nicht, was meine Berufung ist, ich sehe sie nicht. Musst du dir eigentlich angucken, okay, wo sind die Wurzeln? Welche Prozesse davor bist du schon gegangen? Was hast du akzeptiert? Und das nächste ist, dass sie den Simson quasi ins Gefängnis bringen. Ich möchte euch ganz kurz eine Story erzählen von einem meiner Urlaub-Stories, Geschichten.
Mein Vater ist ja Italiener, meine Mama ist Deutsch, die heute auch hier sind. Wir waren jedes Jahr in Italien. Und ich weiß noch, in einem Urlaub in Italien waren wir am Strand. Und ich liebe den Strand und ich liebe die Wellen, ich liebe das Wasser, ich liebe diese Power dahinter. Und ich weiß noch, in einem Urlaub, ich war vielleicht 14, 15 oder so, ich hatte eine Luftmatratze dabei im Wasser. Und es war super Bock gemacht, auf den Wellen quasi so mit zu sliden. Kennt ihr das schon mal jemand gemacht, so die Erfahrung? Mit den Wellen mit, einfach mitzugehen, cool. Und hat super Spaß gemacht, es war so bockig. Es war richtig schön zu merken, oh, jetzt kann man sich da schön sliden lassen. Mega cool, voll abenteuerlich. Macht so Spaß. Und dann kam aber eine große Welle und ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich bin kein Surfer. Auf jeden Fall kam die Welle und packte mich und drückte mich unter Wasser. Und ich dachte, okay, was geht hier vor? Ist nicht cool hier. Irgendwie kann ich nicht atmen. Irgendwie kriege ich keine Luft. Ich muss hier weg. Jeder, der mal... Ist schon mal jemand passiert, so eine Welle? Jemand danach wieder ins Meer reingegangen? Okay, ihr braucht alle Seelsorge. Ich bin ein bisschen schlauer, ich war danach nur noch im Pools. Gott, ich liebe das Meer. Aber weißt du, du weißt, was ich meine, wenn dir die Welle dich packt und du eigentlich sagst, Mama, ich muss hier weg. Ich muss aufstehen, aber Moment mal, du gehst nirgendwo hin. Solange die Welle sagt, du bleibst hier, bleibst du hier. Egal, ob du keine Luft kriegst, die Welle, die ist nicht gnädig, richtig? Die Welle sind deine Empfinden völlig egal, der Welle, ist das richtig? Kannst du nicht sagen, Welle, Sauerstoff. Nein, die Welle hält dich da, wo du bist. Du hast dich drauf eingelassen, jetzt bleibst du schön hier. Und du sagst, du willst weg. Aber irgendwas hält dich da klein. Kennst du dieses Gefühl, auch im Leben? Und etwas, was anfänglich Spaß gemacht hat. Etwas, was anfänglich ein richtiges Abenteuer war. Wow, cool. Wird jetzt zu etwas, was dich nicht mehr loslässt. Wird jetzt zu einer Kraft, was dich hier hält. Und du sagst, du gehst erst, wenn ich sag, du gehst. Das ist das, wie Gefangenschaft passiert. Das ist das, wie du unter einer unsichtbaren Macht kommst. Du merkst es gar nicht. Und etwas, was am Anfang Spaß macht. Oh, es ist nur ein Flirt mit der Arbeitskollegin. Ist doch nichts dabei, Alessio. Ist noch einer dieser Chatrooms. Das sind nur rumgeschriebene Sachen. Da passiert nichts, macht nichts. Habe ich schon ein bisschen cool, so abenteuerlich. Und ich weiß, Alessio, ich bin verheiratet, aber es sind doch nur ein paar Sätze. Oder hey, ist doch nur ein Sixpack jeden Abend. Oh, ich habe so viel zu tun und wenn ich nach Hause komme, ich bin so gestresst und die Arbeit war so anstrengend. Was soll da schon passieren, Alessio? Das ist doch keine Sünde. Es sind doch nur ein paar negative Gedanken, Alessio, komm. Wir haben doch nur ein paar bisschen hinterm Rücken über Menschen geredet. Wir haben doch nur ein bisschen kontrolliert und unsere Macht missbraucht. Was soll denn jetzt da schon passieren? Es ist nur eine kleine Lüge, Alessio, was soll dich schon ausrichten? Jedes Drama fängt so an. Jedes. Was soll schon passieren? Das ist nur ein Schritt. Das ist nur ein Schritt. Das ist nur ein Schritt. Und du wachst eines Tages morgens auf und denkst, Moment mal, in welchem Leben bin denn ich gefangen? In welchem Leben bin denn ich gefangen? Und das Wort gefesselt, so wie sie Simson gefesselt haben in Bronzeketten, meint nichts anderes als, du bist unter der Kontrolle von etwas, was dich versucht klein zu halten, was dich versucht unten zu halten. Dass du immer dieselben Gedanken hast. Unter der Kontrolle von deiner Macht sein, du möchtest weg, du möchtest aufstehen. Sagst, ich möchte, das ist nicht wer ich bin, ich möchte hier raus. Ich möchte meiner Berufung entgegenstehen. Ich möchte der Mann oder die Frau sein, die Gott in mir sieht. Aber du kannst nicht, weil da etwas ist, was dich klein hält. Es kann eine Krankheit sein, die dich immer wieder zurückzieht ins selbe Muster. Es kann ein Mindset sein, was deine Eltern dir beigebracht haben, dass du wertlos bist. Dass du nichts kannst. Es kann so viel sein, was dich gefesselt hält. Was dich in etwas hineinzieht, in eine Umgebung hineinzieht, wo du nicht leben kannst. Nicht das Leben, was Gott für dich vorbereitet hat. Unter Wasser
Versuch mal unter Wasser. Wie lange überlebt man unter Wasser? 3 Minuten? So was? 3 bis 5 vielleicht? Bei mir 2 Minuten? Unter Wasser ist keine Umgebung, in der ich leben kann. Ich bin kein Fisch. Höchstens ein Hai. Und unter der Kontrolle von etwas zu sein, ist keine Umgebung, in der du leben kannst. In der du das Leben leben kannst, wo Gott dich dazu berufen hat zu leben. Und weißt du, heute Nacht, als die Gesichter hier durchgegangen sind, wusste ich genau, welche Gedanken durch deinen Kopf jetzt gerade gehen, jetzt in diesem Moment. Ist doch nicht so schlimm. Hey, diese eine Sache, wo ich da hab, diese eine Sache, dass ich nicht großzügig sein kann. Ich habe schon so viel gemacht. Nein, da ist keine Macht, die mich einnimmt. Nein, da ist nichts, das mich bedrückt. Ich bin unter Kontrolle von gar nichts. Sei mal ganz ehrlich zu dir. Sünde bringt dich weiter, als du gehen wolltest. Sie kostet dich mehr, als du bezahlen wolltest. Und sie bleibt länger bei dir, als du sie haben wolltest. Hast du dieser Schritt, den du gehst? Hey, es fühlt sich doch spannend an. Oh, diese Fernsehshow. Ah, das ist schon aufregend. Das ist schon cool. Das macht schon Spaß. Was passiert da schon? Passiert doch nichts. Alessio, übertreib doch nicht. Das ist nur ein Schritt. Aber das Ding bleibt länger an dir haften, als du es haben wolltest. Und du stehst eines Morgens auf und sagst, ich gehe einfach. Und du kannst nicht, weil du unter Kontrolle von etwas bist. Und das ist, wie der Feind operiert. Das ist, wie der Feind arbeitet. Der Feind, wir stehen im geistlichen Battle, ob du willst oder nicht. Ob du das hören willst oder nicht. Du stehst im geistlichen Kampf. Dieser geistliche Kampf, da geht es um Seelen. Da geht es um Seelen. Da geht es um deine Seele. Und da ist ein Feind da und sagt, jetzt, wo er errettet ist, muss ich alles dafür tun, dass er nicht in seine Berufung kommt. Also sticht ihm die Augen aus und wirft ihn ins Gefängnis. Eines Tages wirst du im Himmel sein, yes. Aber hier auf der Erde hast du nie deine Berufung erreicht. Und der Feind will dich davon abhalten. Das Problem, wo du und ich jetzt haben, ist, jetzt packt dich der Ehrgeiz. Du kommst in diesem Prozess, kommst du irgendwann an einen Punkt, wo dich der Ehrgeiz packt und sagst, ja, hey, ich komme da raus. Weißt du, ich melde mich im Fitnessstudio an. Yes, und ich lasse einfach den Alkohol weg. Ja, und ich schmeiße die Magazine weg und ich melde mich vom Chat. Vom Chat melde ich mich ab. Und ich kündige Vodafone. Und ich mache mein Handy abends, mache ich aus. Sobald ich zur Arbeit komme, mache ich mein Handy aus, dann gibt es diese Gefahren nicht von den Bildern und den Videos. Ich schalte einfach das Internet ab. Und du suchst Wege, da rauszukommen. Du suchst Wege, aber das Fakt ist, da ist eine Welle, die dich hält. Und alleine kommst du da nicht raus. Und die Lösung des Problems, liebe Church, die liegt nicht in uns. Weißt du, was in mir liegt? Egoismus. Selbstsucht. Weil es immer nur um mich geht. Wenn ich in mein Herz gucke, wenn du ganz tief in dein Herz guckst, ist da keine Freiheit. Da ist Selbstsucht und Egoismus. Nichts anderes. Ich verspreche es dir. Da ist keine Freiheit zu finden. Freiheit findest du nur bei Jesus Christus. Weil der der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und es ist deine größte Challenge ist nicht dein Ehrgeiz. Deine größte Challenge ist nicht deine Hingabe. Deine größte Herausforderung in deinem Leben ist, Jesus zu glauben. Simson dachte, dass seine Stärke etwas mit ihm zu tun hat. Die ganze Bibelstelle schreit danach. Ich bin berufen von Gott. Jetzt, wo ich in einer Situation bin, die mir nicht gefällt, na klar, befreie ich mich da selber. Ich bin doch berufen. Ich bin doch gesalbt. Ich bin doch der Mann Gottes. Na klar, ich stehe einfach auf. Ich habe schon ganze Armeen vernichtet. Welche geistliche Macht kann mir schon widerstehen? Nichts und niemand. Weil ich bin ein Nazirier mit langen Haaren. Und er steht eins morgens auf und sagt, ich werde... Merkt ihr die arrogante Haltung vom Simson, der morgens aufsteht mit kurzen Haaren und sagt, so what, ich werde mich befreien
wie die anderen Male auch. Was er nicht wusste, dass Gott von ihm gewichen ist. Und ohne Gott ist der Simson so schwach wie jeder andere Mensch auch. Simson dachte, dass seine Stärke etwas mit ihm zu tun hat. Simson dachte religiös, ist nicht so? Simson dachte religiös. Ich muss einfach Gas geben, dass Gott mich sieht. Ich muss einfach machen, ackern, malochen, dass Gott mich salbt, dass Gott mich liebt. Dass ich gesehen werde, dass ich berufen werde von Gott. Er dachte, er wäre etwas Besonderes aufgrund seiner Erwählung. Weißt du, lass uns mal zurückkommen, auf was das Evangelium eigentlich ist. Viele Menschen, vielleicht ist es bei dir ja schon Jahrzehnte her, viele denken vielleicht, das Evangelium, die frohe Botschaft, dass Jesus kam und so weiter für uns gestorben und auferstanden ist, damit du frei sein kannst, das hat etwas mit mir zu tun. Vielleicht denkst du, dass Gott auf die Welt sah und dachte, wow, also diese Leute, krass, die sind brutal. Ja, ich weiß, die haben noch ein paar Macken, aber das sind so die Diamanten, die müssen erstmal geschliffen werden. Wow, siehst du die Leute? Ja, ich weiß, sie sind 50% gut, 50% böse, aber hey, lass uns da einen Heiligen Geist ausschütten, dann wird es schon. Siehst du diese Leute? Was ist? Hast du mal den Alessio gesehen? Was für ein krasser Typ. Was für eine Maschine. Nein, du hast das Evangelium nicht verstanden. Weil die Welt, die Bibel sagt mir, dass noch vor Erschaffung der Erde Gott mit sich übereingestimmt hat, sich selbst uns zu geben. Was mir auch sagt, Gott schaut auf diese Welt und sieht nichts, was es wert war, dafür zu gehen. Nichts. Weil Gott erinnert sich, dass du aus Staub gemacht wurdest. Gott erinnert sich, dass du eigentlich nur schwach bist. Deshalb sagt Jesus auch, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts. Also nichts ist relativ wenig. Und das bist du und das bin ich. Epheser 2 spricht davon. Lass uns mal in Epheser 2 reingucken. Weil Gott errettet dich nicht wegen dir. Gott errettet dich, weil er der Retter ist. Das hat nichts mit dir zu tun. Du hast es dir nicht verdient. Du bist nicht von Gott gesehen und sagen, wow. Also dieser Mensch, der ist so krass, für den gebe ich mich hin. Ich werde es dir zeigen, dass es so ist. Epheser 2, Vers 1. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr. Auch ihr wart früher tot. Hast du schon mal jemand Totes gesehen? Auf einer Beerdigung oder so? Super Stimmung. Ja, das sind krasse Leute auf dem Friedhof. Haben richtig gute Charaktereigenschaften. Sind sehr geduldig. Hast du schon mal jemand Totes gesehen? Da gehst du nicht hin und sagst, wow, krasser Typ. Eine richtig gute, richtig gesalbt. Schau mal, wie ruhig er sein kann. Wie geduldig er sein kann. Nein, das machen wir nicht. Weil das ist tot, das warst du und das war ich. Wir waren tot. Kein Leben. Da war nichts da. Das heißt aber auch, dass du für deine Errettung, für das, dass Jesus gekommen ist, kannst du nichts dafür. Da kannst du nichts dafür. Wenn es anders ist, wenn Gott uns erwählt, weil wir gut sind, und Gott sagt, okay, mal diese zwei Menschen hier, oder der eine, der hat noch ein bisschen Probleme, der andere ist schon viel, viel weiter, ich erwähle den. Wenn das stimmt, wenn das das Evangelium ist, sehen wir nicht anders als irgendein Verein, als irgendeine Gruppe auf diesem Planeten. Wenn Gott uns erwählt, aufgrund unserer Eigenschaften sind wir nicht anders als alle anderen auch. Oder wir sind Jesus-Leute und sagen, alles, was ich habe, ist seine Gnade. Und ich stehe nicht hier, weil ich so krass bin. Ich stehe hier, weil er so krass ist. Ich bin nicht stark, weil ich stark bin. Ich bin stark, weil er stark ist. Und alles, was ich in mir habe, ich finde hier drin keine Lösung. Und weißt du was? Hier drinne gibt es keine Lösung für diese Welle. Ich habe es probiert. In mir gibt es die Lösung nicht für diese Welle. In mir, weißt du was? Ich sag's dir noch deutlicher.
Du bist kein Gegner für Sünde. Du bist kein Gegner für Ketten. Dein Ehrgeiz bringt dich nicht weiter. Du kommst nur wieder in diesen Teufelskreis. Diese Steps, wo ich vorhin aufgezählt habe, ist wie ein Teufelskreis. Du hast ein paar gute Tage, du hast vielleicht ein paar gute Wochen, wo du weg von dieser Kraft kommst, von dieser Macht kommst, die dich hält, wo du sagst, wow, ich habe schon 2 Wochen geschafft, ohne Pornos anzugucken, wow. Aus Ehrgeiz, weil ich gute Wege finde. Und dann fällst du wieder ins selbe Loch, weil irgendwas passiert. Vielleicht ist dein Chef böse zu dir, du kommst nach Hause, bist frustriert und alles, was du brauchst, ist eigentlich Trost. Aber du suchst ihn an einer falschen Stelle. Eine Tablette gibt dir keinen Trost. Sie wirft dich in den Teufelskreis. Ein Bier gibt dir keinen Trost. Sie wirft dich in den Teufelskreis, sticht dir die Augen aus und wirft dich ins Gefängnis. Ein Sixpack gibt dir keine Freiheit. Sondern eine Antwort, auf deine Panik zu flüchten. Nichts anderes. Und ich schaue in das Gesicht von Menschen, die diese Kraft akzeptiert haben in ihrem Leben. Sagen, okay, ist halt so. That's my life. Habe ich halt keine Freude. Bin ich halt immer negativ. Nein! Epheser 2, Vers 4 bis 5. Aber Gott, sagt mal alle mit mir, aber Gott. Aber Gott, das ist das Evangelium. In 2 Worten, aber Gott, in dir war nichts Gutes. Nichts. Du bist aus Staub gemacht. Du hast nichts verdient. Du hast eigentlich den Tod verdient, diesen Tod, den Jesus am Kreuz erlebt hat. Diesen Schmerz, das Leid, das hast eigentlich du verdient. Und überall da, wo du herumspazierst und diese Ketten in deinem Leben akzeptierst, da machst du das, was er getan hat, zunichte. Und du akzeptierst. Weißt du, alles, was du tust, beten, worship, Bibel lesen, alles geben, alles das Fasten, alles das, was du tust, ist absolut sekundär und eine Antwort darauf, auf das Geschehen ist, was Jesus für dich am Kreuz gemacht hat. Aber das war das Zentrum von allem. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner, in welcher? In meiner Alessio-Liebe? Kirchenliebe? Die Liebe vom Papst? Nein, nein. Hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Church, aus Gnade seid ihr gerettet. 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 Und jetzt kommt's. Weißt du, wir Christen sind manchmal professionelle Christen und blicken nichts mehr. Die Art und Weise, wie Jesus dich errettet hat von dieser Sünde, ist dieselbe Art, wie Jesus dich frei machen wird von allen Ketten. Das ist dasselbe. Das Blut Jesu, das es vollbracht hat, dass du einen freien Weg hast in den Himmel. Du willst mir erzählen, dass dieses Blut nicht ausreicht, um dich von allen Ketten zu befreien? Dann kennst du Jesus noch nicht. Dieses Ereignis, sein Blut ist so kraftvoll, dass du heute hier rausgehen kannst ohne Ketten. Ohne etwas, das dich runterdrückt. Liebe Freunde, wisst ihr was? Entweder das, was ich gerade gepredigt habe, funktioniert oder wir sind alle ziemlich game over. Entweder Jesus ist genug oder ist es nicht. Wenn das nicht ist, komm nicht mehr in die Kirche. Wenn Jesus nicht genug ist, hör auf zu kommen, geh Golf spielen, geh Eis essen, geh den Schneemann bauen. Wenn Jesus nicht genug ist, wenn es nicht reicht, wenn du noch Religion brauchst, wenn du noch eine Ave Maria brauchst, wenn Jesus nicht genug ist, hör auf zu kommen, weil dann sind wir nicht anders als irgendein religiöser Spinnerfeind auf dieser ganzen Planeten. Aber wenn Jesus genug ist, dann ändert es alles. Wenn Jesus heute Morgen genug ist, das, was er vor über 2000 Jahren für dich gemacht hat, wenn das genug war, dann ändert es, wie wir predigen. Dann ändert es, wie wir Celebrations feiern. Weil ich schaue in die Gesichter von gefangenen Menschen.
Und wenn ich weiß, dass was Jesus getan hat, ist genug, dann lasse ich euch hier nicht eingesperrt, nicht blind, nicht im Gefängnis sitzend rausmarschiert. Zum Hangout. Was hält dich gefangen? Was hält dich gefangen? Das ist dein Minderwert? Glaubst du immer noch? Bist du hier und glaubst nicht mal an Gott? Aber du glaubst an Tabletten? Was hält dich gefangen? Möchtest du Menschen gefallen? Was hält dich gefangen? Möchtest du Menschen kontrollieren? Was ist mit dir passiert? Was haben Menschen in deinem Leben gesprochen? Diese Kindersegnung, die wir heute Morgen gemacht haben. Wir haben gute Dinge ins Leben reingesprochen. Sie versiegelt mit dem Heiligen Geist, sodass dann niemand was rauben kann. Was haben Menschen in dein Leben gesprochen, was dich jetzt klein hält? Ist es was Sexuelles? Ist es, was der Simson ihn zu Fall brachte? So abends nach Hause kommst und völlig erschöpft? Und anstatt zu beten, gehst du in die Pornografie rein? Was ist es, was dich gefangen hält? Die Ketten, ich sehe sie in dein Gesicht. Ich sehe sie in dein Gesicht. Die Band kann mal nach vorne kommen. Weißt du, an diesem Sonntag, wo wir ohne Maske hier sitzen, ich tue nicht einfach Predigen und sage Tschüss. Diesen Sonntag, wo es seit langem mal wieder ein Tag ist für Freiheit, ich möchte Freiheit proklamieren über diese Celebration. Ich möchte Freiheit proklamieren über dich, ausrufen über dich. Weißt du, was mein Job ist, was unser Job ist? Rufen, ausrufen. Ausrufen, Freiheit ausrufen. Lass mal gemeinsam aufstehen. Du kriegst von mir ein Drei-Schritte-Programm, wie du deine Fesseln heute Morgen lösen kannst. Seid ihr bereit? Punkt 1, Demut. Ich werde dich in ein paar Augenblicken dazu auffordern, hier nach vorne zu kommen. Oh, brauchst du Demut. Alles in dir sagt, hoffentlich kann ich während am Platz bleiben und einfach nur die Hand heben. Nein, das attackieren wir jetzt. Demut. Weil du erkennen musst, ja, das sind Fesseln. Ja, da ist seine Macht. Ja, ich habe mich kontrollieren lassen. Ja, ich bin eingepennt. Ja, ich bin im Koma. Ja, ich habe alles für mich herum akzeptiert. Ja, ich bin ein Opfer meiner Umstände. Diese Ketten kommen in deinem Leben, kommen sie dir vor als Umstände. Das ist aber eigentlich eine unsichtbare, böse Macht, die dich unterhalten will. Das ist diese unsichtbare Kraft. Das Zweite, was du brauchst, ist Bekennen. Du musst es bekennen. Du musst es ans Licht bringen. Du musst sagen, ja, da ist etwas in meinem Leben, was da nicht hingehört. Und Punkt 3 ist vergeben. Vielleicht hat jemand in dein Leben etwas reingesprochen, das darfst du loslassen. Das darfst du loslassen. Demut, bekennen, vergeben. Weißt du, was das Allerkrasseste ist, was ich herausgefunden habe, was Menschen versklaven? Dass du dir selbst nicht vergibst. Dass du dir selbst nicht vergeben kannst, weil du immer noch glaubst, Gott hat dich erwählt, deshalb muss ja irgendwas Gutes an dir sein, richtig? So wie Simson. Aber an mir ist nichts Gutes. An dir ist nichts Gutes. Deshalb ist da ja ein Gott. Deshalb ist da ja ein Jesus. Deshalb ist da dann ein Heiliger Geist in dir drin, der dich gut macht, der dich nicht updatet, der dich nicht upgradet, der sagt, ich mach dich komplett neu. Weil da nichts übrig ist von dem, was göttlich ist. Nichts, kein Millimeter, keine Faser. Nichts. Deshalb muss alles weg. Deshalb feiern wir ein paar Wochen die Taufe, die das symbolisiert. Deshalb feiern wir das Abendmahl, wo du sagst, diese DNA von Jesus, das Blut und sein Leib nehme ich in mich auf. Warum? Weil in mir selbst nichts Gutes ist. Deshalb muss da ein Gott rein, der mich komplett neu macht. Eine neue Schöpfung, eine neue Identität, kein Update. Alles neu. Hey, so schön, dass du dabei warst.
Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da, abonnier den Kanal und aktivier die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Hier findest du alle unsere Locations, wo wir sonntags Gottesdienste feiern, wo du dabei sein kannst. Hier findest du alle Zahlungsmöglichkeiten, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest. PayPal oder andere Zahlungsmittel findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du neu hier bist oder dein Leben Jesus gegeben hast, würden wir es lieben, davon zu erfahren. Tritt doch mit uns in Kontakt, füll das Kontaktformular aus und wir helfen dir in deinem nächsten Schritt. Wenn du schon länger dabei bist, dann würden wir es lieben, deine Story zu hören. Teile sie doch gerne mit uns und wir feiern es gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.